Expertise in der Krise. Das ist das Thema des heutigen Abends hier in Basel im Unternehmen Mitte in der Gesprächsreihe 2M Politics Talks. Expertise in der Krise deutet ja erstmal zweierlei an. Zum einen, dass wir in einer Zeit multipler, zahlreicher Krisen auf Expertise anscheinend existenziell angewiesen sind, auf den Rat der Wissenschaft, auf den guten Rat des guten Wissens. Andererseits deutet Expertise in der Krise auch an, dass es um diesen guten Rat des Wissens, um diesen guten Rat der Wissenschaft eventuell selbst krisenhaft bestellt ist. Und was es nun mit Expertise in der Krise genau auf sich hat, das freue ich mich heute Abend mit jemandem zu besprechen, der kein besser geeigneter Gast dafür sein könnte, nämlich mit jemandem, der selber genau dazu forscht, zum Verhältnis von wissenschaftlicher Expertise und demokratischer Politik, mit jemandem, der Professor für Geschichte an der Universität in St. Gallen ist, mit jemandem, der in Fribourg und in Tübingen studiert hat, geforscht hat an der ETH in Zürich, promoviert wurde in Basel, und der den Namen Kaspar Hirschi trägt und den ich gemeinsam mit Ihnen ganz herzlich willkommen heiße. Herr Hirschi, Expertise in der Krise. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, wie man den Experten, die Figur des Experten, eigentlich begreifen und was man darunter verstehen kann. Und ich freue mich, Sie das nicht als Akademiker abstrakt zu fragen, sondern ich freue mich, Sie das persönlich zu fragen, weil Sie selber ja auch immer wieder als Experte und nicht nur als Expertenforscher auftreten. Insofern frage ich Sie persönlich, wer oder was sind Sie? Wie begreifen Sie sich selbst, wenn Sie als Experte tätig sind? Und sind Sie das heute Abend? Heute Abend wahrscheinlich schon, weil ich von Ihnen angefragt wurde, zu diesem Thema zu sprechen. Und das ist gerade ein Punkt, was Expertise ausmacht. Also ich glaube, wir alle haben das Verständnis, dass eine Expertin, ein Experte zunächst mal jemand ist, der von einem Thema einfach deutlich mehr weiß als die meisten anderen Leute. Aber das reicht noch längst nicht aus, um eben als Expertin oder Experte dann anerkannt zu werden. Etwas, was hinzukommt, und ich glaube, das ist entscheidend auch für die Geschichte dieser Rolle, ist eben, dass man angefragt wird, eine Einschätzung abzugeben oder eine Empfehlung zu machen. Also Experten sind eigentlich immer Personen, die auf Fragen antworten. Wir sehen das noch eben anhand von Experteninterviews im Fernsehen, wo genau das abläuft. Und wir sehen es auch in der Politik, wo Experten ja nicht einfach ins Parlament reingehen können und sagen, ich zeige jetzt euch, wie es geht, sondern sie müssen angefragt werden, sie müssen eingeladen werden. Das heißt, das macht die Rolle ganz entscheidend aus und unterscheidet sie von anderen Rollen. Und das Dritte dann, was ich auch zu dieser Rolle des Experten zählen würde, und das nehme ich auch für mich in Anspruch, wenn ich in dieser Rolle auftrete, das ist die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit deshalb, das ist ein komplexer Begriff, aber das ist das, was Personen, die als Experten auftreten, unterscheidet beispielsweise von Lobbyisten. Also sobald man Interessen vertritt, einer Unternehmung, einer Partei und so weiter, ist es eigentlich mit der Expertenrolle nicht mehr so gut bestellt und man hat eine größere Mühe, sich in diese Rolle dann zu bewegen, wenn man dann eben als Parteienvertreter wahrgenommen wird. Es geht, aber es ist schwierig. Im Jahre 2018 haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Skandalexperten, Expertenskandale zur Geschichte eines Gegenwartsphänomens. Wie ist diese Rolle, die Sie gerade beschrieben haben, in kurzen, knappen Strichen, wie ist diese Rolle des Experten, der angefragt wird, der unparteiisch auftritt, und der kompetent auftritt, wie ist diese Rolle historisch entstanden und welche Funktion hat sie im Laufe der Geschichte erfüllt? Ich bin genau vom Punkt ausgegangen, den ich vorher kurz erläutert habe. Also wie kommt es, dass wir eine Rolle für Spezialisten haben, die relativ eng definiert wird, also was wie ein Skript gibt, wie sie auftreten müssen, eben Frage, Antwort und so weiter.
Und das habe ich eben geschichtlich eigentlich zu rekonstruieren versucht. Und die Antwort habe ich im Gericht gefunden. Das heißt, die Figur des Experten, man kann das auch wirklich an der Geschichte des Begriffes Expert im Französischen nachvollziehen, die hat sich im modernen Gerichtswesen ausgebildet. Und ich kann das vielleicht am besten so erklären, dass man im 16., 17. Jahrhundert, also vor geraumer Zeit, eine Ausdifferenzierung hatte im Gericht zwischen einem Personal, das gerichtliche Urteile fällen musste. Das waren die juristisch ausgebildeten Personen, das waren die Ankläger, es waren die Richter und die Verteidiger. Und dann brauchte man zusätzliches Personal, das vom Gegenstand, der verhandelt wurde, etwas Besonderes verstehen musste. Also wenn es beispielsweise darum ging, ganz ein einfaches Beispiel, dass eine Mauer eingestürzt ist bei einem Haus und es muss geklärt werden, ist der Maurer schuldig oder war der Unterhalt einfach schlecht oder war es ein Naturereignis oder ein Zufall. Dann brauchte es Experten, Sachverständige, die diese Mauer prüfen mussten und dazu einen Bericht verfassen. Und die wurden ab dem späten 17. Jahrhundert als Expert bezeichnet, als Sachverständige. Und der entscheidende Punkt hier ist für die heutige Geschichte, das waren alles Personen in ihren Rollen, die gefragt wurden von den Richtern, wie das nun abgelaufen sein könnte, die dazu möglichst unabhängig Stellung nehmen mussten und die aber nichts an der Entscheidung mitzuwirken hatten. Das heißt, Experten waren eben auch Personen, die zwar viel wissen von einer Sache, aber nicht mitentscheiden dürfen. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum wir heute in einer Demokratie so kritisch reagieren, wenn wir den Eindruck haben, dass hier Experten in der Politik beratend tätig sind und möglicherweise auch bei Entscheidungen mitwirken. Dort, wo die Rolle ihre Grenzen hat, in der Geschichte, aber ich glaube auch häufig in der Gegenwart, ist, dass sie eben nur berät, nur Einschätzungen abgibt, aber die Entscheidung, die obliegt dann anderen. Damit haben Sie, glaube ich, schon in Kürze auch angedeutet, worin der Skandalisierungsgrund liegen kann in Bezug auf Experten, in Bezug auf die Expertise. Warum eignet sich diese Rolle, warum eignet sich diese Figur so sehr zur Skandalisierung? Warum Skandalexperten und Expertenskandale? Und inwiefern ist es eben die Geschichte eines Gegenwartsproblems? Ja, genau. Also wenn ich jetzt die Bedingungen aufgezählt habe, die es für Expertise braucht, dann sind eigentlich zwei dieser Bedingungen sind skandalträchtig, weil es immer um Abgrenzung geht. Das eine ist die Unabhängigkeit. Oder wenn wir annehmen, Experten müssen, so wie sie vor Gerichten standen sind, müssen unabhängig sein, eben nicht als Vertreter der Parteien auftreten, damit ein Gerichtsurteil dann auch wirklich akzeptiert wird, damit es nicht gleich an die nächste Instanz weitergezogen werden kann, dann kann, sobald der Eindruck entsteht, dass jemand eben Parteigutachter ist, kann diese Rolle skandalisiert werden. Und genauso kann sie in dem Moment skandalisiert werden, wenn der Eindruck entsteht, dass Expertinnen oder Experten an Entscheidungen mitwirken, also dass sie die Regierungen beeinflussen oder dass sie Richter beeinflussen würden. Das macht eigentlich das Skandalpotenzial aus. Und methodisch bin ich in dem Buch eben so vorgegangen, dass ich gesagt habe, gerade in Skandalen zeigt sich sehr gut, was die Erwartungen an diese besondere Rolle sind. Und deshalb bin ich dann eben auch in der Pandemie, als es ja wirklich, wie Sie gesagt haben, zu auch einer Krise der Expertise durch öffentliche Anfechtungen kam, bin ich dann auch immer wieder angefragt worden, um dieses Skandalpotenzial zu erklären, weil es da um ganz ähnliche Dinge ging. Oder? Sind die Experten, die unsere Regierung beraten, sind die wirklich unabhängig? Und halten die sich genug zurück, wenn es um die Verantwortung geht, politisch zu entscheiden? Bevor wir vielleicht das Beispiel der Corona-Krise aufgreifen und schauen, wie es dort um diese Situation, um das Spannungsverhältnis von Wissenschaft und Politik bestellt war, wäre meine grundsätzliche Rückfrage nochmal, warum denn Spannungsverhältnis? Kann man denn nicht
Nie genug Wissen, um wissensbasiert zu entscheiden. Heißt nicht der Slogan von Fridays for Future, follow the science? Sollten wir sozusagen nicht so viel und so gut wie möglich und so objektiv wie möglich wissensbasiert entscheiden? Und ist nicht erst recht in Zeiten von Fake News, in Zeiten von Verschwörungstheorien, die Aufgabe des Wissenschaftlers eine, die ein eminent politisches Gewicht hat, wie es allerorten heute eingefordert wird? Ja, das ist eine Haltung, die man heute häufig hört, die durch Fridays for Future auch wirklich breit dann rezipiert worden ist. Und sie ist auch in der Wissenschaft recht verbreitet. Das ist eigentlich die Haltung, die man früher, die 68er-Generation, die hat das sehr stark eben als technokratische Haltung kritisiert, nämlich die Idee, dass wenn Personengruppen wirklich mit reichem wissenschaftlichem, sicheren Wissen ausgestattet sind, dass sie dann auch am besten in der Lage wären, zu entscheiden für andere, wie der Gang der Dinge sein sollte. Aber da glaube ich schon, da hat die Rechtsgeschichte und gerade eben auch das frühneuzeitliche Gericht hat schon eine viel klügere und differenziertere Aufgabenteilung gehabt, nämlich dahingegen, dass die Personen, die sehr gut wissen, was Sache ist, die haben noch längst nicht die Urteilskompetenz, dann zu entscheiden, was ist für einen vorliegenden Fall das richtige Strafmaß, wie müssen wir Schuld bewerten. Nehmen wir nun an, nochmals das Beispiel zurück, das einfache Beispiel mit einer Mauer, die zusammengebrochen ist. Eine Expertin, ein Experte kann möglicherweise rekonstruieren, was da geschehen ist, aber wie die Schuld zu beurteilen ist, wer Schuld trägt, das ist eine andere Frage. Da braucht es quasi eine andere Kompetenz. Und genau das Gleiche wissen wir bei politischen Entscheidungen. Dass hier, sobald wir mit Politikern zu tun haben, und das habe ich auch häufiger, da ist eine Klugheit der anderen Art, die hier eben den Entscheidungsprozess lenkt. Das ist das eine, es geht um eigentlich wirklich andere Kompetenzen. Und das zweite ist natürlich besonders in einer Demokratie, übertragen wir als Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung, Entscheidungen zu fällen, an die gewählten Regierungen und Parlamente. Und da haben Forschende, Expertinnen und Experten einfach nicht die Legitimation, dann diese Entscheidungskompetenz zu übernehmen. Häufig ist es nicht so, dass sie diese Entscheidungskompetenz an sich reißen würden, sondern es ist vielmehr so, und auch da haben die jüngsten Krisen das wieder bestätigt, dass Politikerinnen und Politiker in schwierigen Lagen nur allzu gerne bereit sind, etwas von ihrer Entscheidungskompetenz abzugeben, damit sie die Bürde nicht allein tragen müssen. Wenn ich jetzt auf die Situation des Gerichtes nochmal schaue, dann könnte ich mir vorstellen, es so zu rekonstruieren, dass die unterschiedlichen Parteien, die bei Gericht auftreten, die Sie gerade genannt haben, alle auf je spezifische Weise dennoch professionalisiert sind. Der Ankläger ist eine juristisch professionalisierte Figur, der Verteidiger genauso, die anderen Gerichtsmitarbeiter auch, der Experte, der zu Rate gezogen wird in Bezug auf den Sachverhalt auch. Die einzigen unprofessionalisierten Figuren sind im Zweifelsfall die Angeklagten und oder die Opfer. Jetzt könnte man ja sagen, übertragen auf den Bereich der Politik, in einer Demokratie, in der die Stimme des Volkes herrscht, in der die Macht vom Volke ausgeht, müssten wir nicht auch anspruchsvoll sozusagen und professionalisiert die Figur des mündigen Bürgers denken? Warum frage ich das? Weil es ja tatsächlich auch Stimmen gibt, zum Beispiel des US-amerikanischen Philosophen Jason Brennan, der sagt, die Demokratie hat ein großes Problem, weil sie sozusagen potenziell die Macht der Dummen auf eine unglaublich zynische Weise zulässt. Und wir müssten sozusagen ein Mindestanforderungsprofil, eine Professionalisierung, gerade in Bezug auf die Entscheider, und das sind in der Demokratie nun mal die Bürgerinnen und Bürger, wir müssten eine Professionalisierung und insofern eine Epistokratie, eine Wissensherrschaft zumindest auf minimaler Basis im politischen Raum auch etablieren. Warum meinen Sie, dass sozusagen dieser Zug, dieser zumindest minimale Anforderungsanspruch an Wissen
demokratisch nicht haltbar ist? Ich würde auf zwei Ebenen antworten. Die eine ist eben tatsächlich diejenige, dass der Besitz von Wissen noch überhaupt nichts darüber aussagt, welche Urteilskraft wir in bestimmten Situationen haben oder welche moralischen Schlüsse wir ziehen. Das ist eigentlich die alte Guillotine von David Hume, oder? Die niedergeht, dass vom Wissen kein direkter Weg zum Tun gezogen werden kann. Die andere Frage bei eben der heutigen Demokratiekritik, die geht natürlich zurück bis in die griechische Antike. Das ist eigentlich, die Epistokratie ist ein Revival von Platos Philosophenkönig, wenn man eigentlich so will, wo dann eben eine Expertenelite Entscheidungen fällen kann für andere. Auf der organisatorischen Ebene würde ich so antworten. Ich mache das jetzt sehr allgemein und dann gebe ich eine Ausnahme, die ich sehr interessant finde. Wir haben nämlich auch in der Schweiz, haben wir durchaus expertokratische Strukturen, die wir in den meisten Fällen akzeptieren, aber wir verdrängen sie gerne. Darauf komme ich zum Schluss. Zuerst einmal, und auch wieder da am Beispiel der Pandemie, die Demokratie akzeptiert, dass ganz viele Mehrheitsentscheide gefällt werden, ohne dass eine besondere Kompetenz mit dabei wäre. Aber die philosophische Annahme dahinter ist, dass es auch eine Intelligenz der vielen geben kann, die vor allem in der Konfliktaustragung in einer Gesellschaft befriedend wirkt. Und ich glaube, das haben wir in der Schweiz auch während der Pandemie gesehen. Die Schweiz war das einzige Land, wo es zweimal Volksabstimmungen gab über die gesamte Pandemiepolitik. Das hätte in einem anderen Land wäre das nicht möglich gewesen. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass wir den Eindruck hatten, dass alle, die sich an dieser Diskussion beteiligt hätten, wirklich wussten, was genau abging in der Pandemie. Aber eine sehr positive Wirkung dieses Prozesses war, dass wenn die Abstimmungen dann stattgefunden haben, dann hat es alle beteiligten Akteure bis zu einem gewissen Grade auch beruhigt und der Konflikt konnte für einen Moment beiseite gelegt werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion von demokratischen Entscheidungen und wo man eigentlich eben diese Intelligenz der breiten Bevölkerung auch gesehen hat, ist, wie schnell wir aus dieser Notlage wieder herausgekommen sind. Man kann ja in vielem die chinesische Herrschaft als eine Epistokratie bezeichnen. Das ist eine Parteiendiktatur mit ganz vielen hervorragenden Experten, die da mitbestimmen. Aber China hat es nicht geschafft, aus der Pandemie herauszukommen. Die sind sehr, sehr schnell hineingekommen. Da hatten sie Vorteile. Aber sie sind nicht wieder herausgekommen. Und da hat dann, glaube ich, schon die Macht der Massen eine große Bedeutung und auch die Intelligenz der eine kollektive Intelligenz, wo deutlich wird, dass die Maßnahmen auch gar nicht mehr durchgesetzt werden können. Das war nämlich in China das Gleiche. Das Virus hat sich ausgebreitet, weil die Bevölkerung gar nicht mehr bereit war, diese Einschränkungen immer noch in Kauf zu nehmen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zur Ausnahme. Wann ist es gerechtfertigt, oder, dass wir in Demokratien wichtige Entscheidungen an Experten delegieren können? In der Theorie kann man sagen, das ist dann gerechtfertigt, wenn es in der Bevölkerung eine ganz große Mehrheit gibt, die sich einig ist, was sie in diesem Problemfeld sich für Lösungen wünscht. Beispielsweise eben, wie man auf Katastrophen reagiert oder was wir haben in der Schweiz ist, wie wir uns Finanzstabilität wünschen. Also die Schweizer Nationalbank ist eine expertokratische Institution. Und wir sind alle bereit, dass sie entscheidet, wie hoch die Inflation sein soll und wie nicht, weil wir nicht glauben, dass das die Politik kann. Wenn es dann um die Bankenrettung geht, dann ist es etwas anderes. Also auch da wird es dann heikel. Aber wir können quasi in Bereichen, wo wir stabile Erwartungen haben, da können wir Kompetenzen an Expertengremien fest delegieren. Überall sonst, wo sich die Meinungen ändern, ist es demokratisch heikel.
Ich würde auf den Begriff der Intelligenz der vielen noch einmal zu sprechen kommen, weil es scheint mir dennoch dabei sich nicht um eine spezifisch wissenschaftliche Intelligenz zu handeln, sondern um eine spezifisch politische Intelligenz, die, das wäre jetzt die Frage, sich gerade in der performativen Selbstaneignung eines mündigen Bürgers und in der performativen Selbstaneignung des Gespräches mündiger Bürger demokratisch entfalten kann, heißt im Aushandeln von Interessen, Wert- und Weltanschauungsfragen. Und die sind womöglich, das wäre jetzt in meinen Augen ein fundamentaler Gesichtspunkt, ganz anders geartet, solche Fragen als wissenschaftliche Fragen, in der man kompetenter sein kann als andere und deshalb auch mit einem gewissen Recht als Experte zu dieser oder jener Frage auftreten kann. Wäre das noch eine wesentliche Unterscheidung, dass man einfach differenziert, dass das demokratische Gespräch über politische Streitfragen ein anderes Gespräch ist und also auch andere Kompetenzen, andere Qualitäten der Teilnehmenden einfordert, als das Gespräch der Wissenschaft, der Streit um das beste Argument, der Streit um wahrheitsfähige Aussagen? Absolut. Also das Letzte, was Sie angesprochen haben, das ist ja dieses Habermasische Ideal der deliberativen Demokratie. Also die Vorstellung, dass in einer Demokratie dann gute Entscheidungen möglich sind, wenn es eben eine Art Philosophendebatte gibt und die besten Gründe dafür und dagegen vorgebracht werden und dann alle mit dem richtigen Wissen und den richtigen moralischen Erörterungen dann Entscheidungen fällen. Ich halte dieses Modell für nicht sehr praxisnah. Und gerade auch in der Schweiz ist es eigentlich kein Modell, das wirklich so funktioniert, sondern hier geht es vielmehr um die Teilhabe, um die Partizipation an einer Diskussion und dann um die Möglichkeit, eben mitentscheiden zu können. Nun, Politik wird ja als die Kunst des Möglichen bezeichnet. Und das beinhaltet die Annahme, dass nur das möglich ist, was auf Akzeptanz stößt bei den Betroffenen. Durchregieren ist in einer Demokratie nicht möglich. Also man kann eigentlich immer nur das entscheiden, was auch akzeptiert werden kann oder wo es eine Überzeugung geben kann. Und von daher ist die Mitbeteiligung an Entscheidungen eine sehr gute Möglichkeit, dass man eben die Akzeptanz erhöhen kann. Das Problem, das wir ja heute haben, eben ganz viel politischer Streit dreht sich um unterschiedliche Wertauffassungen. Die klassischen Beispiele sind da die großen Kontroversen, das Recht auf Leben oder das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Das ist ein Wertekonflikt. Und dieser Wertekonflikt kann nicht durch Wissen gelöst werden, weil die unterschiedlichen Gruppierungen sich auf ganz anderes Wissen stützen. Diejenigen, die das Recht auf Leben verteidigen wollen, die sammeln Wissen, wo das Leben beginnt, eben in den ersten embryonalen Momenten und so weiter. Diejenigen, die das Selbstbestimmungsrecht von Frauen verteidigen wollen, die sammeln ganz anderes Wissen, nämlich das Wissen darüber, was mit schwangeren Frauen passiert, wenn sie abtreiben wollen, aber nicht können. Und das heißt, Wissen kann diese Konflikte weder befrieden noch lösen. Es sind fundamentale Wertekonflikte und die müssen auch als solche ausgetragen werden. Das andere sind Interessenskonflikte, wo es darum geht, wer kriegt welches Stück von einem Kuchen. Das ist in der Schweiz der klassische Konflikt und das hat in der Schweiz damit zu tun, dass es relativ viel zu verteilen gibt. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber dass der Kuhhandel auch wirklich so etwas wie zur politischen Kultur gehört. Und man ein ganz komplexes System gefunden hat, alle an der Diskussion zu beteiligen, die Interessenverbände und so weiter, in diesen Konsultationen. Und dann findet man einen Kompromiss. Quasi die Kompromisskultur in der Politik ist die klassische Lösung von Interessenskonflikten. Auch diese haben mit Expertise und mit Wissen relativ wenig zu tun. Wenn wir also behaupten, um zurückzukehren eben zur Epistokratie, wir sollten die Politik den Experten überlassen, dann verändern wir das ganze Konfliktgefüge. Wir behaupten, dass es nur noch Wissenskonflikte gibt und dass dann den Ausschlag für gute Entscheidungen das bessere oder schlechtere Wissen wäre. Aber so streiten wir nicht, weder in der Familie, in der Ehe noch in der Politik.
Wissen ist immer nur eine von vielen Ressourcen, die zum Einsatz kommen. Und es ist gut, wenn es abgesichert ist, aber es ist beileibe nicht das Einzige für gute Entscheidungen. Kommen wir auf den 8. Dezember 2020 zu sprechen und ein Beispiel, was Sie uns anhand dieses Datums vielleicht nochmal aufschließen können. In einer Debatte, um nicht zu sagen in einem Schlagabtausch, den Sie sich mit dem Leopoldina-Präsidenten geliefert haben, damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, fielen die Worte in Bezug auf dieses Datum, 8. Dezember 2020, Regierungspropaganda und Wissenschaft als Ideologie. Was hat es damit auf sich, dass Sie sich damals mit dem Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Gerhard Hauck, einen solchen Schlagabtausch liefern mussten? Und inwiefern lässt sich sozusagen diese Situation sinnbildlich, die Situation des 8. Dezember 2020, für die Gemengelage während der Corona-Pandemie in Bezug auf die Aufgabenteilung von Wissenschaft und Politik begreifen? Ja, also Sie sehen, wir sind wieder voll in der Pandemie. Und wenn ich mit meinen Studierenden über die Pandemie spreche, dann höre ich oft das Echo, nur nicht mehr Pandemie. Wir haben alle genug gehabt. Also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein interessanter Moment, um allgemeinere Probleme auch zu erörtern. Ja, 8. Dezember 2020, das ist wirklich mittendrin. Das ist der erste Winter der Pandemie, als in Deutschland und in der Schweiz eine ähnliche Situation bestand. Die Welle ist extrem stark angestiegen. Es gab noch keine Impfung. Die Krankenhäuser und Kliniken waren voll. Und die Politik hat sehr lange gezögert, eben mit drastischen Maßnahmen. Das war die Grundsituation damals. Ich bin schon verschiedentlich vorher gefragt worden für Einschätzungen eben zur Rolle von Experten. Es gab ganz zu Beginn der Pandemie, das hat sich sehr schnell geändert, oder gab es wirklich diese Phase, wo wir alle den virologischen und epidemiologischen Experten ganz genau zugehört haben, einfach um zu verstehen, was abläuft. Sobald jedoch die Frage kam, eben wie man richtig darauf reagiert, müssen wir alles schließen? Braucht es Kontaktverbote? Sollen die Schulen offen oder zubleiben? Sobald diese Fragen auftauchten, war es mir wichtig zu betonen, und das habe ich auch in den Medien gemacht, dass hier die Expertise selber nicht mehr ausschlaggebend sein kann. Das sind Werteentscheide, die gefällt werden müssen, wie ich es zuvor gesagt habe. Also die Frage, sollen wir Schulen offen lassen oder schließen, die kann von keiner Expertin oder Experten mit Ja oder Nein beantwortet werden, weil es um die Gewichtung von unterschiedlichen Gütern geht. Wollen wir eher die alte Generation schützen oder wollen wir eher die junge Generation schützen? Geht es uns darum, Bildungsgerechtigkeit herzustellen oder geht es uns darum, möglichst große Sicherheit eben für vulnerable Personen herzustellen? Das sind Güterabwägungen. Und was passiert ist, als sich diese Situation zugespitzt hat, war, dass gewisse, auch führende Figuren in der deutschen Forschung einen enormen Druck aufgebaut haben, auf die Regierung, sofort alles zu schließen. Eben Schulen zu schließen, Kontaktverbote zu verhängen, Homeoffice-Pflicht und so weiter. Und in dieser Situation wurde dann die Deutsche Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, also eigentlich die wichtigste Akademie in Deutschland, die wurde indirekt angefragt, eine Stellungnahme zu verfassen, wo sie ultimativ einen Lockdown fordern von der Politik. Also führende Forscher in diesen Gebieten haben sich dann zusammengetan, haben ein Papier geschrieben und da stand drin, übertragen aus Sicht der Wissenschaft ist es absolut notwendig, dass wir sofort alles schließen und Schulen auch. Was heißt hier indirekt angefragt? Von wem und mit welchem Mandat? Das ist, war von außen, was sichtbar war, dass die führende Figur Lothar Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts, das ist die Ressortforschungseinheit des Bundes, das heißt, es ist die Verwaltungsforschung und Verwaltungsberatung, die abhängig ist von der Regierung.
Dieser Präsident Lothar Wieler hatte auch einen Sitz in der Kommission der Leopoldina. Und das bedeutete, wenn er Teil der Regierung ist, dass er auch in dieser Expertenkommission die Position der Regierung vertreten musste, per Gesetz. Und darauf habe ich hingewiesen in diesem Artikel, dass ich eigentlich den Vorwurf in den Raum gestellt habe, diese Expertise der Leopoldina war nicht unabhängig. Sie gibt sich als eine unabhängige Stellungnahme, kann es aber gar nicht sein, weil der Präsident des Robert-Koch-Instituts und damit die Stimme der Regierung Einsitz hat in dieser Kommission. Damit habe ich selber die Leopoldina skandalisiert. Also ich habe vorher Expertenskandale untersucht, nun habe ich selber skandalisiert und das hat entsprechend dann eben für eine Kontroverse gesorgt innerhalb der Spalten der FAZ und auch danach. Aber es war, glaube ich, eine gute Kontroverse. Das ist jetzt die personale Konstellation, die Sie skandalisiert haben. Sie haben ja in der Auseinandersetzung mit Herrn Haug in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann durchaus auch das wissenschaftliche Selbstverständnis oder das Bild von Wissenschaft, das die Leopoldina in dieser Stellungnahme abgegeben hat, scharf kritisiert. Was hat Sie daran gestört? Jenseits der Konstellation, dass Lothar Wieler in seiner Funktion als Leiter des Robert-Koch-Instituts Teil dieser Arbeitsgruppe gewesen ist. Was war das Problem an der Aussage, dass es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig sei, diese oder jene Maßnahmen zu ergreifen? Genau. Ich muss vielleicht noch kurz klären, wer dieser Haug war, von dem Sie gesprochen haben. Das ist der Präsident der Leopoldina. Und er ist gleichzeitig Professor an der ETH Zürich. Und wir beide saßen vorher schon in einer Sitzung im Deutschen Wissenschaftsrat, wo es genau um diese Fragen ging. Und in dieser Sitzung, das war eben das Interessante, waren sich eigentlich alle einig, dass die Kommunikation der Leopoldina schlecht war. Es konnte es aber niemand öffentlich sagen, weil in Deutschland der Druck wirklich auf das Wissenschaftssystem derart groß war. Und ich als Professor in St. Gallen in der Schweiz, ich war nicht der Einzige, der das öffentlich zur Sprache bringen konnte. Und darum habe ich das auch getan. Das vielleicht noch zum Hintergrund. Eben, warum finde ich das problematisch, was die Leopoldina da getan hat? Mir war bewusst, dass es einen politischen Konflikt gab in Deutschland, ganz ähnlich wie in der Schweiz. Nämlich, dass die Bundesregierung, die Zentrale, härtere Maßnahmen verhängen wollte, aber die Bundesländer, das heißt, die föderalen Einheiten sich dagegen gewehrt haben. Und der Grund dafür war, dass die Meinungsumfragen gemacht haben und gesehen haben, beispielsweise in Bayern oder in anderen eher konservativen Gebieten, hatten die Menschen schon damals die Maßnahmen satt. Also haben sich Söder und andere haben sich vehement dagegen gewehrt, dass es schärfere Maßnahmen gibt. Und darum war die Politik blockiert. Und in diesem Moment hat dann die Regierung Merkel, die einen engen Draht hatte zur Wissenschaft, gesagt, okay, wenn das so ist, dann eben bringen wir die Leopoldina ins Spiel, dass da die führenden Köpfe zusammensitzen und im Namen der Leopoldina eben ein Imperativ an die Politik stellen. Das war im Moment erfolgreich, das hat gewirkt. Die Blockade wurde gelöst, der Lockdown wurde verhängt. Aber, und das war mein Vorwurf, die Wissenschaft, die vermeintlich unabhängige Wissenschaft, wurde hier für politische Zwecke instrumentalisiert. Und langfristig ist das zum Schaden der Glaubwürdigkeit einer solchen Institution. Und das Interessante war nachher, ich konnte im Rahmen der Aufarbeitung der Pandemie dann erstens mit Lothar Wieler sprechen, der sehr offen gesagt hat, dass es ein Fehler war, dass er als Präsident des Robert-Koch-Instituts Teil dieser Kommission war und eben den Sachverhalt auch bestätigt hat. Und die Leopoldina selbst und Herr Haug hat auch im Nachgang zur Pandemie mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Leitlinien herausgegeben, eben wie sich die Wissenschaft nicht politisch instrumentalisieren lassen soll. Das heißt, ich hatte im Nachhinein den Eindruck, dass es eine gute Kontroverse war, weil diese Institutionen dadurch auch gelernt haben. Und sie standen in der Pandemie, das muss man ihnen attestieren, unter einem enormen Druck. Ich glaube, das ist uns heute vielleicht nicht mehr derart bewusst, aber die waren wirklich unter Dauerstress.
Wenn wir auf aktuelle Krisenherde schauen und zu sprechen kommen, wenn wir die Situation in Gaza uns anschauen, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken, wie sehen Sie da heutzutage die Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung im Unterschied explizit zu der Corona-Situation, wo ja insofern das Besondere war, dass es größtenteils um eine, wenn man so will, naturwissenschaftliche Expertise ging? Was ist das mit dem Virus? Wie verbreitet es sich? Wie sind Inzidenzen? Was hat es mit Herdenimmunität, mit Mortalität, mit Letalität auf sich? Es wurden in der Öffentlichkeit ganz neue Begriffe gelernt. Und es ist ja grundsätzlich eine andere Konstellation als jetzt kriegerische Auseinandersetzungen oder auch, um noch ein weiteres Beispiel in den Blick zu nehmen, die ganze Frage nach dem Klimawandel. Inwiefern kann man sozusagen jetzt Corona, Klima, kriegerische Auseinandersetzungen als unterschiedliche qualitative Herausforderungen an wissenschaftliche Politikberatung begreifen? Und wie sehen Sie da jeweils die Politikberatung vielleicht heute auch aufgestellt, ähnlich prekär wie in der Corona-Situation? Oder gelingt es jetzt besser? Wird es weniger oder mehr skandalisiert? Mir scheint weniger. Wie ist da die Situation? Es wird anders, es ist eine Riesenfrage, über die ich schon seit mehreren Jahren forsche auch. Weil, ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen kann, was faszinierend ist und in der öffentlichen Diskussion viel zu wenig zur Sprache kommt, die Organisation der wissenschaftlichen Politikberatung unterscheidet sich radikal von Krisenfeld zu Krisenfeld. Sie haben es selber schon erwähnt, oder? Es ist erstaunlich, wenn wir schauen, eben in der Corona-Pandemie, da waren die Expertinnen und Experten überall in den Medien, oder wir hatten sie permanent da. Wenn es um den Gaza-Konflikt geht oder auch um den Ukraine-Krieg, da treten sie viel diskreter auf und wir würden gar nie erwarten, dass irgendeine Expertise kommt, die uns vorschreiben will, was genau zu tun ist. Weil völlig klar ist, dass das politische Entscheidungen sind und die Wissenschaft es nicht machen kann. Umgekehrt haben wir, und das ist für mich das größte Paradox, wenn es um die Rettung der Credit Suisse geht oder vorher um die Rettung der UBS, haben wir vollkommen expertokratische Strukturen. Das sind Experten in der Finanzverwaltung, es sind Experten in der Schweizerischen Nationalbank und es sind Experten in der FINMA, die wir alle interviewt haben, die entscheiden, was gemacht wird. Und der Bundesrat, der kann dann noch das Häkchen drunter machen. Also bei der UBS-Krise war das so klar, bei der Credit Suisse-Krise werden wir es rausfinden. Und das scheinen wir allgemein zu akzeptieren. Warum? Weil diese Expertinnen und Experten in den Medien einfach schlicht nicht präsent sind. Die wirken hinter den Kulissen und die meisten von uns kriegen gar nicht mit, dass die eine viel größere Macht haben, als eben die Gesichter, die wir in den Medien kennen. Um es schnell zu machen, in der Ukraine-Krise hatten wir in gewisser Weise dasselbe Problem wie in der Pandemie, dass wir grottenschlecht vorbereitet waren. Und auch führende Expertinnen und Experten in den Medien es noch dann, als Putin seine Truppen massiert hat an der Grenze, für unmöglich gehalten haben, dass er einmarschieren könnte. Ich habe es direkt mitbekommen, weil ich da schon an der Neustrukturierung der wissenschaftlichen Krisenberatung in der Schweiz beteiligt war. Aber in der Bundesverwaltung war die Konsternation enorm, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, dass man erst Monate nach den Amerikanern, nach den Briten, nach den Polen Wind davon bekommen hat, was eigentlich im Gange ist. Also das Expertenwissen im Schweizerischen Geheimdienst war schlichtweg nicht vorhanden. Genauso wenig, wie es im Bundesamt für Gesundheit vorhanden war beim Ausbruch der Pandemie. Also ich glaube, wo wir ein grundsätzliches Problem haben in diesen Krisen, ist, dass wir nicht mehr in einer Situation sind, wo wir sagen können, wir haben Strukturen auch des Expertenwissens, in denen wir gut auf Krisen vorbereitet sind. Es beginnt häufig eine wilde Improvisation, wenn eine Krise ausbricht. Und wir versuchen dann, so schnell wie möglich nachzuarbeiten. Und das hat sich jetzt mehrmals wiederholt. Eben CS, Ukraine und Pandemie.
Nehmen wir noch ein Beispiel hinzu, Klima. Klima, genau. Etwas, was nicht spontan auftritt, etwas, was nicht morgen vorbei ist. Wie steht es dort um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik und um wissenschaftliche Politikberatung? Wenn wir das Beispiel angeschaut haben, dann vielleicht noch ein paar grundsätzliche Gesichtspunkte zum Abschluss zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Klima möchte ich nur, es ist auch ein ganz weites Feld, aber da möchte ich gerne auf einen grundsätzlichen Widerspruch hinweisen, der auch den Klimawissenschaften zu schaffen macht. Zum einen haben wir es hier im Unterschied zu allen anderen Krisen mit einer chronischen Krise zu tun, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Und das bedeutet, dass man nicht anders, als es zum Teil eben gewisse Pressure Groups wollen, ich glaube nicht, dass man eine solche Krise in einer Notfallsituation bewältigen kann oder indem man eben ein Notrechtsregime aufbauen würde. Das funktioniert nicht. Also man muss quasi im Normalmodus bleiben und mit dieser Krise umgehen können. Das hat die internationale Politik organisatorisch in erstaunlicher Weise geschafft mit dem IPCC, dem Weltklimarat. Den gibt es ja schon seit Jahrzehnten und der ist international sehr etabliert. Also da sind die führenden Forschenden drin und es gibt auch eine ganz klare Aufgabenteilung entlang der Grenzen, die ich vorher definiert habe. Das heißt, die Forschenden im IPCC, die machen regelmäßig Berichte zum aktuellen Wissensstand über den Klimawandel und zu möglichen Szenarien für die Zukunft. Aber sie machen weder politische Empfehlungen, noch stellen sie irgendwelche Forderungen auf. Also die Formel lautet, sie sind politikrelevant, aber nicht policy prescriptive, das heißt vorschreitend. Und diese Aufgabenteilung hat dann zur Folge, dass die Verantwortung wirklich bei der Politik liegt und dass es zum Teil langsam vorwärts geht. Aber das liegt in der Natur der Sache. Der Widerspruch liegt nun darin, dass mit dem Klimaaktivismus eine Bewegung entstanden ist, die genau diese Aufgabenteilung kassiert, indem sie behauptet, wir müssen eben der Wissenschaft folgen und wir sollten eigentlich eben eine Technokratie einrichten, damit wissenschaftliche Erkenntnisse sofort in politische Resultate umgemünzt werden. Und damit torpediert die Klimabewegung eigentlich den Weltklimarat. Und zum Teil durch die gleichen Leute. Also es gibt Leute, die im Weltklimarat führende Expertise machen und sich nachher auf die Straße kleben. Und das ist für mich ein fundamentaler Rollenwiderspruch, wenn man die Institution, der man die Autorität verdankt, nachher durch eben eine aktivistische Rollenausübung in Frage stellt. Man kann nicht beides zugleich tun. Man kann aktivistisch sein, wenn man nicht an den Weltklimarat glaubt und umgekehrt, aber beides gleichzeitig zu tun, das halte ich für einen großen Widerspruch. Und da glaube ich eben auch, dass es innerhalb der Klimapolitik zu einer Verschärfung der Konflikte geführt hat. Dass man hier langfristig denken muss, das scheint mir gerade in der Klimabewegung zu wenig präsent zu sein. Wenn ich diesen Diskussionszusammenhang jetzt einmal zu resümieren versuche, dann würde ich sagen, wir haben viel darüber gesprochen, inwiefern eine Epistemisierung, eine Verwissenschaftlichung der Politik zulasten der Politik, zulasten der Demokratie sich auswirkt. Man könnte die Frage auch noch einmal tatsächlich umdrehen, inwiefern wirkt sich eine Politisierung der Wissenschaft zulasten der Wissenschaft aus. Und wenn man in Ihrem Buch Skandalexperten, Expertenskandale nachschlägt, dann findet sich zumal gegen Ende des Buches im abschließenden Kapitel ein Beitrag, eine Passage, wo man den Eindruck hat, Sie vermissen gar nicht so sehr die Rolle des Experten, sondern Sie vermissen eigentlich andere Figuren, andere Rollen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der politischen Öffentlichkeit, nämlich eine Rolle, die Sie dort den Kritiker nennen oder die man auch den Intellektuellen nennen könnte. Ist im Zuge der Herausbildung der Expertenfigur und seiner Profilierung als Musterschüler oder als Musterbeispiel der wissenschaftlichen Politikberatung genau jene Figur oder sind genau jene Figuren unter die Räder gekommen, die man mal mit Fug und Recht die Kritiker, die Querdenker, die Intellektuellen nannte, die öffentlich Einspruch erhoben, selber nicht das Wissen oder die Macht gepachtet hatten,
aber sich eine andere Rolle, ein anderes Rollenset zumaßen als die des Experten. Wie steht es also um die Figur des Kritikers, des Intellektuellen und um diese umgekehrte Bewegung, eben die Problematik für die Wissenschaft durch eine zunehmende Politisierung? Ja, ich beginne beim Querdenker. Das ist nämlich wirklich eine lustige Karriere, die diese Figur zurückgelegt hat. Querdenken war in den 90er Jahren, da gab es noch Querdenker-Seminare an Universitäten, an der HSG auch. Querdenken war der Versuch, quasi ein eingemietetes System, also wenn Sie zurückdenken an die 90er Jahre, wo politische Wahlen eben in der Mitte gewonnen wurde, wo sowohl die Konservativen wie die Sozialdemokraten eigentlich um die gleiche Wählerschaft gerungen haben, da war Querdenken extrem attraktiv, weil man glaubte, dadurch bringt man ein erlahmtes System wieder in Bewegung. Querdenken war auch etwas, was eben in der 68er-Bewegung noch positiv konnotiert war. Und mit der Polarisierung, die nachher entstanden ist, oder dass die Extreme immer stärker an Bedeutung gewonnen haben, da ist dann der Querdenker plötzlich dann mit der Pandemie eben von einer positiven zu einer eher negativen oder auch verrechtlichen Figur geworden. Das heißt, wenn ich jetzt vom öffentlichen Kritiker spreche, dann würde ich den Querdenker mal beiseite lassen. Da glaube ich tatsächlich, eben, das ist eine andere Rolle als die des Experten. Ich habe beim Experten betont, das sind Figuren, die ihre Autorität eben auch daraus ableiten, dass sie sich nicht aufdrängen. Sie werden angefragt, sie geben Antworten, aber sie bringen nicht eigene Themen auf. Und die Figur des öffentlichen Kritikers, das ist das Interessante, die ist fast gleichzeitig entstanden wie jene des Experten, nämlich im Zeitalter der Aufklärung. Und die hat sich als komplementäre Figur, als Gegenfigur durchgesetzt, nämlich als jemand, der in den öffentlichen Raum tritt und Anklage erheben kann, auf Probleme hinweist, Forderungen stellt und Korrekturen der Politik, der Gesellschaft, der Wissenschaft auch einfordern kann. Und damit eine Figur, die mehr stört, darstellt, die auch vielleicht mehr Mut erfordert, die aber sich selbst auch wieder kritisierbar macht. Und diese Figur, würde ich sagen, ist für die moderne Demokratie und für die moderne Wissenschaft fast noch wichtiger als jene des Experten. Und sie ist tatsächlich, würde ich sagen, sowohl im Wissenschaftsbetrieb wie in der Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik etwas unter die Räder gekommen. Und mein Buch sollte auch dazu dienen, diese Figur wieder zu stärken, eben nicht im Sinne einer Befürwortung eines, wie soll man sagen, Rebellentums in alle Richtungen, eben wo man dann jede Gegenposition akzeptieren muss, auch wenn sie politisch und wissenschaftlich völlig verrennt ist, sondern im Sinne eben einer klugen Herausforderung von etablierten Meinungen, was, glaube ich, schon gerade in Krisen, wenn die Erwartung besteht, dass es eine konsolidierte Meinung gibt und auch schnell politisch gehandelt wird, das kann in Krisen leiden, eben dass man alternative Stimmen, die Herausforderungen darstellen können, die einen klug in Frage stellen, dass man die nicht mehr so gerne hört. Und das, glaube ich auch, das sehen wir immer und immer wieder. Das heißt, wir sind in einer polarisierten Meinungslandschaft und wir sind immer weniger in der Lage, jenen zuzuhören, die eine andere Position vertreten, verabschieden uns dann in unsere eigenen Blasen und haben dann auch eher die Experten, denen wir da zuhören wollen, die uns vertreten. Aber eben die Rolle des Kritikers, der uns auch wehtut, die fällt ein bisschen hinten runter und die müssen wir wieder stärken. Danke für den kritischen Applaus. Nun sollte man ja meinen, dass Kritik wo, wenn nicht in der Wissenschaft, als erstes zu Hause ist. Und das Erschütternde Ihres letzten Kapitels in dem Buch Skandalexperten, Expertenskandale, würde ich sagen, ist doch unter anderem, dass ausgerechnet die wissenschaftliche Selbstorganisation
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so zumindest ihre Analyse, eine solche Selbstorganisation geworden ist, die nicht unbedingt dazu einlädt, dass der Wissenschaftler als Kritiker auftritt, weder in der Scientific Community selbst, geschweige denn in der demokratischen Öffentlichkeit. Was ist geschehen, dass ausgerechnet diese wissenschaftliche Kernkompetenz des Kritisierens in der Wissenschaft heute nicht mehr so attraktiv ist und somit auch nicht die Einsprüche öffentlicher Intellektueller so selbstverständlich sind, wie man es in einer Demokratie vielleicht erwarten könnte? Ja, jetzt muss ich schon wieder ausholen. Die Bedingung für Kritik ist Öffentlichkeit. Das heißt, man braucht Medien, um gegenüber auch einem unbeteiligten Publikum einen Sachverhalt als problematisch darzustellen, damit eine Reaktion kommt. Das ist die Idee, die aufklärerische Idee der Kritik. Das findet tatsächlich in der Wissenschaft so in viel weniger ausgeprägtem Maß als früher statt. Und der Grund ist, dass sich die Kritik aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Wir haben ein Verfahren in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie kennen es wahrscheinlich dem Namen nach, eben Peer Review heißt das. Das gilt als Goldstandard der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Aber es ist aus meiner Sicht problematisch, weil das ganze System beruht auf anonymisierten Gutachten in den meisten Fällen. Die traditionelle Vorstellung der Kritik war, dass Forschende in einer Zeitschrift einen Aufsatz publizieren, und dieser Aufsatz liegt dann der Forschungsgemeinschaft zur Kritik vor. Und die können Rezensionen schreiben, Buchbesprechungen oder Besprechungen schreiben, Gegenaufsätze publizieren und so weiter. Das ist die Vorstellung der Kritik. Was aber heute stattfindet, ist etwas anderes. Wenn man einen Aufsatz publizieren möchte, dann sendet man den an eine Zeitschrift und dann gibt es ein Herausgebergremium, die verschicken diesen Aufsatz an sogenannte Peers. Das heißt, Leute, die zu ähnlichen Themen arbeiten und die begutachten diesen Aufsatz. Also die schreiben eine Kritik und aufgrund dieser Kritik wird der Aufsatz dann veröffentlicht oder nicht oder wird noch abgeändert. Das Problem ist, diese Kritik ist nicht öffentlich zugänglich. Häufig sehen die Autoren des Aufsatzes sehen sie gar nicht und sie wissen nicht, wer sie kritisiert. Das heißt, das Ganze findet anonymisiert und hinter den Kulissen statt. Es ist nicht transparent und das verändert die ganze Kultur, weil wir Forschenden uns dann gar nicht mehr gewöhnt sind, unser Gesicht zu zeigen, wenn wir etwas kritisieren. Diejenigen, die begutachten, sind ja in einer Position der Stärke, nicht der Schwäche. Sie sind diejenigen, die ein Urteil abgeben, ob ein Aufsatz gut ist oder nicht. Diejenigen, die den Artikel einreichen, sind in einer Position der Schwäche. Also warum, das ist die Frage, die ich stelle, warum müssen wir als Gutachter, ich mache das auch so, ich bin Teil dieses Systems, wieso müssen wir anonymisiert werden? Warum können wir nicht mit Namen hinstehen und warum sollen diese Gutachten nicht öffentlich zugänglich sein? Wenn sich so eine Kultur etabliert, des anonymen Gutachtens, quasi eben des sich Versteckens, dann sind wir als Forschende auch nicht mehr in der Lage, uns öffentlich zu exponieren, wenn irgendetwas in der Politik oder in unserer Disziplin falsch läuft und hinzustehen und sagen, ja, das ist falsch und ich erlaube mir, es zu sagen. Und das schwächt die Rolle des öffentlichen Kritikers. Und warum hat sich diese Kultur oder Unkultur der Geheimwissenschaft, der geheimwissenschaftlichen Expertise etabliert? Warum sollte man es nicht so halten, wie Sie es gerade dargelegt haben, dass es selbstverständlich eine wissenschaftliche Öffentlichkeit gibt, die damit auch für eine Debatte zumindest auf Augenhöhe sorgt und den Kampf um das bessere Argument nicht hinter Anonymität verschleiert? Ja, die Absichten waren edel, das muss man dem System attestieren. Das Peer-Review-System ist im großen Stil relativ jung. Das heißt, es ist erst aufgekommen in der Nachkriegszeit, als die westlichen Staaten plötzlich Millionen und Milliarden an Forschungsgeldern verteilt haben. Also es war auch ein Instrument, eben, um diese Gelder gerecht zu verteilen. Und die Wissenschaft hat Peer-Review da eingeführt gegen den Druck von Regierungen, damit
Forschende selber entscheiden konnten, wer welches Geld für welche Projekte erhält. Das war eigentlich die Idee. Also es ging nicht um Zeitschriften und um Aufsätze, wie ich es vorgeschildert habe, sondern es ging darum, wie staatliche Gelder dann an unterschiedliche Forschende verteilt werden. Man musste Anträge schreiben, die wurden begutachtet und so weiter. Das war die hehre Absicht, dass man damit die Unabhängigkeit der Forschung von der Politik sicherstellen wollte. Das Problem war eben, dass sich dann sofort in der Wissenschaft eigentlich politische Ordnungen zweiten Grades gebildet haben, die eben die Gelder verteilt haben, dass eben die Wissenschaft, wie Sie gesagt haben, dadurch politisiert worden ist. Und dass, als das System dann auf das Zeitschriftenwesen übertragen wurde, die Kultur der öffentlichen Kritik gelitten hat. Also wir müssen uns bewusst sein, die führende wissenschaftliche Zeitschrift Nature war bis in die 1970er Jahre eine Zeitschrift, die damals schon führend war, die kein Peer Review kannte. Da gab es einen Herausgeber, der kannte die halbe Welt, der hat unglaublich viel gelesen, war kein Wissenschaftler, aber hat unglaublich viel gelesen und hatte einen Riecher für gute Texte. So wie sie heute, also in den normalen Medien noch Herausgeber haben, die sehr viel lesen und einen guten Riecher haben. Das heißt, dieses System hat auch in einer hochspezialisierten Landschaft funktioniert, aber Peer Review hat sich dann global durchgesetzt. Und wie ich finde, die Kritik, die ich da geäußert habe, muss ich sagen, war völlig wirkungslos. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass es irgendwann sich ändern wird. Der Moment ist nur noch nicht gekommen. Das heißt, Sie teilen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, unter anderem auch die Diagnose, die Hans-Ulrich Gumbrecht während der Pandemie den Intellektuellen assistiert hat, dass es die Intellektuellen immer weniger gibt, dass es immer mehr Mut braucht, sich aus der wissenschaftlichen Blase, aus der Scientific Community hinauszuwagen und Einsprüche zu formulieren, die anders als in dem Experten-Setting auf Eigeninitiative, auf Kritisierbarkeit, auf Selbstkritik fußen und würden alles dafür tun und tun alles dafür, diese Rolle und diese Position zu stärken. Vielleicht als abschließende Frage, haben Sie schon die Einladung in eine Expertenkommission abgelehnt, weil Ihnen nicht ganz geheuer gewesen ist bei dem Braten, den Sie da gerochen haben? Oder was für ein Angebot muss man Ihnen machen, dass Sie zu dieser Rolle des Experten zustimmen? Oder wo würden Sie dankend ablehnen? Ich bin schon einmal wieder zurückgetreten, nachdem ich gemerkt habe, was da abläuft. Ich kann vielleicht nochmals kurz was sagen dazu. Zuerst zum Intellektuellen. Da muss ich auch nochmals eine Unterscheidung machen. Ich habe vorher vom öffentlichen Kritiker gesprochen und da meine ich eben eine Rolle, die wie jene der Expertin oder des Experten auf spezialisiertem Wissen beruht. Das heißt, öffentliche Kritikerinnen, die äußern sich nicht zu allen möglichen Themen, sondern sie äußern sich in dem Bereich, eben, wo sie sich eine Kompetenz zuschreiben. Bei Intellektuellen ist das wiederum anders. Die Rolle des Intellektuellen, das beschreibe ich im Buch auch, die ist dort entstanden, wo es eben um zugespitzte moralische Konflikte ging. Also gerade die Dreyfus-Affäre ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür, die rolle ich jetzt nicht auf. Aber in der Dreyfus-Affäre ist das Expertenwissen sehr schnell an Grenzen gestoßen und konnte den Konflikt gar nicht mehr lösen. Weil das begangene Unrecht, das war so himmelschreiend, dass es mit Wissen eigentlich gar nicht mehr thematisierbar war. Da brauchte es dann die moralische Empörung eines Intellektuellen, Emile Zola und seinen Unterstützen, um hier wieder Bewegung in den Konflikt zu bringen. Das heißt, die Rolle des Intellektuellen beruht sehr stark eben auch auf dem Appell an Werte. Und da kommen noch andere Probleme mit ins Spiel. Das eine ist, dass wir heute, wir sehen es in der Auseinandersetzung um den Gaza-Konflikt, wir haben ein viel weniger starkes Einverständnis, dass universelle Werte noch immer ein Rekurspunkt sind, wo sich alle darauf beziehen können. Das ist ein Problem. Und das andere ist, dass die Rolle des Intellektuellen auch voraussetzt, dass es eine breite Massenöffentlichkeit gibt. Das heißt, dass wir die gleichen Zeitungen lesen, das gleiche Fernsehprogramm schauen, damit eine solche Stimme dann auch
eine Wirkung erzeugen kann. Wenn wir aber in einer Gesellschaft leben, wo eben ganz viele verschiedene Gruppierungen in ihren medialen Blasen zu Hause sind, dann kann eine Figur wie ein Intellektueller eigentlich nur noch innerhalb von solchen Blasen wirken. Und dann ist es ein Widerspruch in sich, weil man ja nicht Empörung erzeugen kann oder einen Appell an jemanden richten kann, der gar nicht zuhört, wenn es nur diejenigen sind, die sowieso die eigene Meinung haben. Das, glaube ich, macht die Schwierigkeit des Intellektuellen aus. Also um es abzuschließen, ich glaube, für die Rolle des öffentlichen Kritikers, für diese besteht durchaus noch sehr, sehr viel Potenzial. Für jene des öffentlichen Kritikers leider in der heutigen Konstellation wenig. Für dieses öffentlichen Intellektuellen. Mhm. Sie wollten uns abschließend noch verraten, die Situation, genau. Die Sie dazu geführt hat, aus einer Kommission wieder zurückzutreten, ja, beziehungsweise meine Grundsatzfrage, welche Jobs in Kommissionen, welche Aufgaben als Experte reizen Sie, beziehungsweise wo gehen bei Ihnen die Alarmsignale an, wenn Anfragen an Sie gerichtet werden in der Funktion als wissenschaftlicher Politikberater beziehungsweise als Experte? Da muss ich aus der eigenen Erfahrung sagen, dass es zum Teil viel schwieriger ist, als ich das ursprünglich gedacht habe, von Beginn an einschätzen zu können, was da auf einen zukommt. Also wenn man eine Anfrage erhält aus der Politik, wollen Sie in dieser oder jener Kommission mitwirken, wir haben diesen oder jenen Auftrag, dann haben Sie eigentlich nur eine erste grobe Einschätzung. Aber erst wenn Sie mit den Beteiligten wirklich sprechen, finden Sie raus, was ist die Motivation zur Einrichtung einer solchen Kommission. Und problematisch wird es für mich immer dann, ich habe eigentlich in der Pandemie genauso eine klassische Rollenwandlung durchgemacht, dass ich zuerst in den Medien als öffentlicher Kritiker aufgetreten bin, auch der wissenschaftlichen Politikberatung, und dann bin ich angefragt worden von der Politik, als Experte der Aufarbeitung mitzumachen, Berichte zu schreiben. Jetzt sitze ich selber in der Expertenkommission zu Covid, die Schweizer Kantone und den Bund berät zum Umgang mit Covid in der postakuten Phase. Und dass ich da gerne mitmache, hat damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass wir eine sehr große Unabhängigkeit genießen und die Politik immer noch interessiert ist, zuzuhören, was wir tun. Wo ich zurückgetreten bin hingegen, da ging es um die Organisation der wissenschaftlichen Projektförderung in der Schweiz in Zusammenarbeit mit Europa. Da wurde ich auch in eine Kommission berufen und da habe ich gemerkt, wir sind eigentlich nur ein Deckmäntelchen, ein Unterstützungsgremium für die Politik in Bern, damit sie in Brüssel mehr Druck aufbauen kann. Aber das habe ich erst gemerkt, dass ich in der ersten Sitzung gesessen bin. Und darum habe ich dann da nach der ersten Sitzung gesagt, Entschuldigung, da habe ich etwas Besseres zu tun, ich lasse mich nicht gerne instrumentalisieren. Und manche andere haben es genauso gesehen. Also es kommt wirklich auf die Kultur dran, ob man sich da instrumentalisieren lässt oder ob man bereit ist zu sagen, nein, so nicht mit mir. Und das ist jedes Mal eine individuelle Abwägung, die man machen muss. Lieber Herr Hirschi, ich freue mich, dass Sie heute Abend nichts Besseres gesehen haben, als hier zu uns nach Basel zu kommen für dieses Gespräch. Wenn Sie, liebes Publikum, sich gleich noch eine Expertenunterschrift sichern wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr am Büchertisch unter anderem das Buch Skandalexperten, Expertenskandale von Kaspar Hirschi. Es liegt dort aus von der Buchhandlung Labyrinth, mit der wir kooperieren. Und Herr Hirschi ist so freundlich, es bei Interesse auch für Sie zu signieren. Der nächste Termin in dieser Gesprächsreihe findet am 8. April statt. Dann wird hier zu Gast sein die Autorin Ariadne von Schirach. Ich freue mich sehr, dass Sie heute als Laien, als Experten, als Kritiker, als Intellektuelle, jedem nach seinem Gusto hier gewesen sind. Ich freue mich, dass wir dieses gemeinsame öffentliche Gespräch hier führen konnten. Kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie gerne wieder und bedanken Sie mit mir gemeinsam ganz herzlich, Kaspar Hirschi.